EA. So Leute, live on air, endlich die zweite Folge auf dem Kanal. Ja, verdammt, ey. So wenig Zeit, ist wirklich unglaublich. Ja, schaffen, schlafen, Abendschule, ja, es ist der helle Wahnsinn momentan. Gut, im letzten Video, wir sind eigentlich da im Menü stehen geblieben. Ich habe ein kleines Hockey Ultimate Team gespielt. Gefällt mir jetzt nicht wirklich so. Ja, du startest halt doch eher mit einem schlechteren Team und du kriegst sehr oft auf die Fresse. Ja, finde ich echt ein bisschen cool. Draft Champions ist recht cool. Du kannst einen Draft machen, es gibt einfach mal zu 12 Runden. Du kannst dir ein Team aufstellen. Sind mega geile Spieler dabei, wie ein Niklas Lidström oder ein Curtis Joseph im Tor oder ein Kakender Neko früher vor der New Jersey Devils und keine Ahnung was. Da gibt es ganz, ganz viele alte Spieler. Da spielst du 4 Runden danach und kriegst du fürs Hockey Ultimate Team quasi, wenn du Glück hast, irgendeine Belohnung. Finde ich recht cool. Das gefällt mir ganz gut. Franchise-Modus hat sich extrem weiterentwickelt. Mega geil. Ja. Schauen wir uns aber ein anderes Mal an. Weil wir starten heute unsere Be a Bro-Karriere. Also nicht Be a Bro wie ein Bro, sondern eigener Eishockey-Star. In NHL 17, Be a Pro brings this experience to life by immersing you in the biggest moments of an NHL player's career from start to finish. Deeper customization options let you personalize your player from top to bottom and bring out the style which makes them the one-of-a-kind personality that fans will remember. Be a Pro is a great place for players to start their NHL 17 career. Our improved on-ice trainer works as a great teaching tool for learning both the sport of hockey and the game. Throughout the game, coach feedback makes sure you're staying on track and reaching your objectives. With your path to the show already set, how you define your career is up to you. So, haben wir eine kleine Einleitung sah, was da alles so möglich ist. Dann schauen wir mal. Ist die Frage, aber vielleicht gibt es unter B.
also Solo, das Kämpfen interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Wir haben am 23. August Geburtstag. Passt. Ausrüstung. Ist ganz, ganz wichtig.
da gibt es ein paar coole neue Sachen, also. Na, Schlangenwille. Detroit, 10 Minuten pro anspruchsvoll und dynamisch niedrig. Passt, starten wir unsere Karriere und da sind wir. Wir haben es geschafft. Jetzt wurde ich noch schnell an Michi zurückgeschrieben. Also Beer Pro habe ich bisher noch gar nicht probiert in NHL 17. So, es ladet noch, es ladet noch. Jawohl. So, schnell um mich geschrieben, passt. Was gibt's da als Spieler bearbeiten, Spieler entwickeln, das kennen wir eh, Trainerfeedback gibt's noch, kommende Spiele für den Kalender. Da sieht man aktuell, wo man aufgestellt ist. Erste Linie, erstes Powerplay, viermal Powerplay. Ich bin zu zusätzlichen Angreifer, stand in der Shootout-Ausstellung, Spiel 4 gegen 4 und 3 gegen 3 Overtime. Gibt's auch noch Speichern, Einstellungen. Was ist es? Was ist da? Okay. Ah, okay. Da gibt es so Informationen über die ganze Liga. Da bin ich. Ich würde sagen, schnacken wir nicht lang. Machen wir gleich weiter. So, willkommen. Die Sonne mit Greyhound, 2 auf
die neue Saison, wir haben hohe Erwartungen und ich bin mir sicher, dass du uns enttäuschen wirst. Natürlich nicht. Ja, Michael, wir machen uns den Ort fertig. Wir freuen uns noch, okay, passt, die von diesem Jahr gute Leistungen habt, das ist mein Jahr. Ja, wir schauen vom Entry Draft, das passt, Gott, danke, er hat Erwartungen an mich. Okay, natürlich, es ist nicht sicher, dass ich in der ersten Linie blieb. Mal für die nächsten neuen Spiele auf jeden Fall, dann schaut mal weiter, passt. Sondrix, wir starten jetzt das Spiel. Jetzt die Spitfires. So. Trainerfeedback ist ganz wichtig, damit man das umsetzt. Ja. Ist schon wichtig für die Entwicklung. Steuerungstipps. Ja, die kennen. Ist jetzt nichts Neues, geht man aus NHL 16 schon. Und das immer schon. Im Esos Center. Zwei Jungs natürlich wieder dabei wie letztes Mal. It's back-to-back games, and so there hasn't been much time to rest. As a coach, how do you manage everything? Well, it's very important that you use all four lines. You use your complement of six defensemen. I think it's also up to the players as well, Doc, to have short shifts. You can't get caught out there for a minute and a half or 2 minutes. You got to make sure you have discipline in your game, but that'll be a real key in the outcome of this game. The Spitfires are a veteran club, and they have been in these situations before many a times. There are no excuses. Everybody's got back-to-backs on their schedule. These second games in back-to-backs are difficult, but you got to gut it out and find a way to win this game. Okay, so let's look at the starting goaltenders so, for the game. This man's los in geht's. Goal tonight. The coach's decision made with confidence for the home team. This man's the choice in goal. Same number on his back. Pietro. As a young goalie bekannter Name. He wears it again tonight for the visitors. Also ja, Spiel hinter sich. Niederlage. So, was? Jetzt fragen sich ja viele, warum spielst du rechts außen, aber Schüsse ist links. So kann ich schön aufs Tor in die Tür. So, die blaue Heber. Right on his stick, can he get it out? Gets it in a good place. Right wing. Und der erste Puckbesitz. Oh! Oh! Erste Linie liegen geblieben! Boah, verdammte Scheiße, hey! Das hätte schon das erste Tor sein können. Boah! Meine Fresse, hey! Ah, da unten sieht man jetzt die Shift-Länge. Wahrscheinlich, je mehr das es nachwärts geht, umso schlechter. Jetzt sage ich, sobald wir jetzt der Fokus unseren dritten Russen haben, gehen wir mal wechseln. Gets in, looks over his options here. The so, ich gang mal wechseln. Passt. Back to the point. Okay. Okay. Oh, that one hit. Schauen wir mal, way. Was da so seht. Okay, also Verteidigung ist halt dritter momentan. Ja, Spuren. Wir simulieren jetzt aber, glaube ich, zum nächsten Shift. Will ja nicht, dass das da die ganze Zeit da steht. Schaut weiterhin 0-0 und wir sind im Powerplay. Schauen wir dann, dass wir sie gleich reinkriegen. Gleich aufstellen. Gleich vor das Tor. Windsor's cleared. A lot of work, but penalty time less and less now. Now it's directed to Niskanen. Headed right down the middle under the scoreboard. So. Jetzt. Snaps off a wrist. Jawohl! Badaboom, hey! Uchas erste Tor. Uchas erste Tor. Was für ein Scharfschütze. Oh, da schaut schon ein Love Niskanen.
alter Verwalter. Und schon klingelt's, hey. Sensationell. Schau euch das an. Boom, hey. Keine Chance für den Goalie. Keine Chance. Sehr schön. Trainer wird rot. A face-off win. Let's see what develops. Slid to Niskanen. Did not go very well that time. So, wir können es aber gleich wieder wechseln. Dieser Shift wird schon wieder rot. Schönes Tor, mach weiter so. Natürlich. Ein paar gute Schüsse ausgehauen. Ich dachte, dann werden die Schüsse vielleicht verbessern. Jawohl, jawohl, jawohl. Passt. Wir simulieren. Oh, 1-1 Start. 8:49 im Drittel noch zum Spieler. Und da sind wir schon wieder. Great idea, but he just missed the net. Ah! Ich muss schnell hintreten. Die blaue Heber. Pitching it to Niskanen. He's got that one. Let's see what happens. Puck loose. Good defensive play. He scores. Ui. Das gibt einen Minuspunkt. 2-1 hinter. Verdammte Scheiße, Mann. Logan Brown. Ja. Der Verteidiger sieht Spöcker. Gott, ja. Mir gar nichts gleich wechseln, würde ich sagen. Ohne Wenn und Aber. Simulieren wir. Ja, schlechte Defensive. Danke. Ich bin schon bereit zu weniger. Jawohl. Ach Gott, du, hey. Das war wieder ein Arschpass. Sault Ste. Marie's carrying on up the wing. A backhand shot, and it's driven away. Eigentlich wollte ich sie in Rundung spielen, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Moved along and in. Hey, ihr habt da zwei Mann zum Decken. Hey, was ist mit euch, Jungs? Ich kann wechseln. Ah Gott, passt. Trainer schaut natürlich drauf, dass man recht kurze Shifts fährt. So dass man hier frisch ist. Erstes Drittel vorbei. 20 Minuten haben wir gespielt. Beide Teams haben Erfolg. Schauen wir uns da nochmal die Highlights an. So, ein schönes Tor. Boom. Schön durchzogen. Und da das zweite Tor, wo wir gekriegt haben. Gut. 2-1 hinter, es ist noch alles offen. Spielstatistiken. 9:10 Schüsse, 6:8 Checks. Ja. 96% Pässe. Nicht schlecht. Trainerfeedback. Er ist. Gesamt ist er kein Zwinder. Ich muss sagen, im Teamplay ist er kein Zwinder. Gerade aber alles noch besser. Ziel ist natürlich immer, dass man das in jedem Spiel grün kriegt. One period played, a second period is about to begin. What do you think of what we've seen so far? The Greyhounds are down in this game, Doc, and rightfully so. They did not manage so, the puck at all. If they want to get back in that game, they got to eliminate those turnovers. Cute paddle aside. Shot, outstanding save. Oh, that's difficult war. Opportunity. Ganz seems like gemacht. He was in too tight on the goaltender. Und check with Taylor. Good job on that face-off, tying the man up. Into the end of attack. He's alone! Missed the net! Shooter seemed to have almost too much speed on his breakaway.
Da muss man frisch bleiben. Schaut immer noch 2-1. That one comes right on his stick. Not very long, but good. Fantastic shutdown. Directing that one to Niskanen. Jawohl. And he shoots. Waffle boarded. Held to the glass. A shot. Oh! Jawohl. Schöne 2-2 Ausgleich. Assist gut geschrieben kriegen, ne? Zuerst das Tor gemacht. Dann sehen wir, zack, boom. Direkt abzogen. Ihn wieder mit. Goalie keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. Schauen wir mal. Jawohl, da und das ist, der ist gleich im ersten Spiel. Ah, Wahnsinn, Herst, ah, Wahnsinn. Schlecht gezielter Schuss, ja. Gott, Trainer ist entscheidend schon in. Aber war guter Versuch, aber. And he's able to deny the shooter on what he thought was an excellent shot. Under 3 minutes have transpired here in the second. The red light has flashed 4 times to a side. Stick handles right up the center. In the slot. That one blocked. The Greyhounds guilty of a minor penalty for using the stick blade. Wer war's? Na, ich war's nicht. Gott sei Dank nicht. The referees are looking for this. Anytime you stop skating and reach with your stick and pull on the opponent. Gut, wir sind wohl bis zum nächsten Shift. 2-2 Start, 16:45 mehr zum Spielen. Ach, 3-2 hinter. 13 Minuten noch in dem Drittel. Solid clean win. Sault Ste. Marie's in their own end, setting things up. No chance on that. Bumped off balance. Windsor's in control. Voll konzentriert, eben gerade voll leise. A hammer shot from the point. Rister, he's gone. Ach komme! Drehung und zack, Dinner ist sie. Fixe, es gibt's doch nicht. Wollen wir mal erklären. Möchte ich doch mal der Connor. Ja gut, der Goalie hat einfach nichts gesehen. Nichts, die sind alle vor ihm gestanden. Da, 4 Spieler stehen, er mit dem Blickfeld. Wie soll er da was machen? Einer, zack, noch einmal, hey. So viel zum Positionsspiel. So zum Stellungsspiel, muss ich sagen, nicht Positionsspiel. Sault Ste. Marie's got it off the draw at center. Let's it go. Was war jetzt für ein Versuch? The Spitfires lug the puck through the neutral zone. Taken over again. Carried toward the neutral zone. Looking to Niskanen. Big drive. Saved off the mask. Einen Schlagschuss probieren. Hat gut funktioniert, aber leider nicht weniger. Oh, wir sollten mal wechseln gehen. Der Shift war jetzt lang. Schlechte Defensive. Okay. Okay. Ah, der Gott gesaved. Ja, passt. Simulieren wir weiter. Heiler Zacke. 19 Schuss gegen 15 und da dahinter. The Spitfires have widened their lead. So, knapp bis 7 Minuten da zum Spielen. So gute Chance. Wo seht ihr, dass er im Goalie Nummer 64 hat? Das ist hier echt ganz, ganz selten. Hallo. Oh, Mann, hey. So. Ah, schade. Stickhandling, es ist schon nicht ausgreift.
brings a shot. Great point blank save. With this puck being so close to that, this is all a reactionary save. So, schauen wir mal, was die Jungs machen. Oh, did he ever get mashed? Oh, that was a dangerous hit. Leider nichts. To answer to somebody with that hit. Spears is hurt, slow to the bench, and as he gets there, the trainer's already waiting for him. Moving it to Heller. Wird der 100 Pfund damals gesehen? Was die Kenny Visconti einfach nicht. Klingt so ähnlich. Propelled to Heller. Didn't get through. Wonderful chance was set up and the pass just goes wide. Passed in the corner to Niskanen. Mishandled thanks to the roadblock. So, zweites Drittel vorbei. Shot 4-2. Ja, Gott, du. Aber ich war an beiden Toren ein bisschen beteiligt. Ja, also, ich kann mir nichts vorwerfen. Aber da hat er einfach nichts gesehen. Vier Mann vor der Fresse, du hast hier schon einfach nichts als Goalie. Das hier ist einfach nichts. Ja, 16, 220 Schüsse. Ja, sie haben nachgelassen. Von der Pässe her. Wir sind, glaube ich, ungefähr knapp gleich geblieben. Ja, gut, passt. Ab ins letzte Drittel. Wir müssen das Spiel gewinnen. Zwei Tore werden wir aufholen. Im Idealfall schießen wir drei und kriegen einfach keins mehr. But they're still in this game. One shot and they're right in it. Puck loose, just a speed bump off the defense. Aber da war schon richtig, dass das nur Jugendhockey ist. Goes wide too. He's been there all night long, but he just can't find the back of the net. Carried to the corner by Niskanen. Skate kick out of the scrum. Rugby and hockey together at the boards. Good job with the stick. Machen wir da mal vor dem Tor bereit, aber... Jawohl, hey! Wir sind wieder dran. 4-3. Mit zweiter Assist in dem Spiel. Ist ja Wahnsinn, hey. Das erste Spiel, hey, 3 Punkte. Das ist halt so echt ein super Einsatz von der Linie. Der Spears. Der Britney Spears. Jawohl. 4-3, nur noch ein Torunterschied. Wir schaffen das. Angriff ist schon zufrieden, der gesamte Schutz für das Teamspiel ist schon zufrieden. Verteidigung, muss ich noch erklären, was noch da. Wir simulieren jetzt mal weiter. Schüsse, noch ein Tor hinten. Boah. Ach, schade. Up the wing, skating with it now. Shoots one, and a good save in the goal crease. Feeds the point. Let's it go. And they are in. Oh, here's a wrister. Save. Nein, ich fahr Puck vorbei. Sollen die Kacke. Sends to the point. A shot. That shot's blocked. Dominance right now. Shot on. Score. Jawohl. Ausgleich. 4-4. Nice one. Nice. Ja, so diesmal kommt keiner Assist oder so, aber ich bin vor dem Tor gestanden und habe am Goalie alles verreckt, was gegangen ist. Fix noch einmal. Jawohl, schönes Spiel, schöne. Da ist jeder Captain. Nice one. Haben wir gut gemacht. Können wir zufrieden sein. Verteidigung haben wir schon erklärt, verbessert. Die stand kurz vor dem Grünen, also kurz zufrieden sein. 4-4. Wir waren 4-2 hinter. Oh, jetzt haben wir den Powerplay. Jungs und Mädels, das heißt für mich, zweite Torschüsse. Good intercept. He
covers. Eieieiei. A little under 7 minutes played here in the third. The winds have shifted yet again. This is going to be an interesting third period. Sent on further, they'll have to return. That puck comes to the biggest stick blade on the ice, and it's handled. Passing one off. He'd given a pass, now he gets one. Puck loose, good defensive play. Tries to get it on net. Cleared out. Ah, das Powerplay läuft nicht so wirklich. Sault Ste. Marie's going back further to get restarted on this man advantage. Let's a shot fly. Blockered away. That puck's loose, deflected away by Stanley. Drilled, blocked. He must wechsel go. Ist jetzt leider bei Eis. Jawohl, 45% Verteidigung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber leider kein zweites Tor gemacht. Was ist die Klatschteil? Oh, ich habe nicht drauf spekuliert, dass ich der Puck drücken gleich abziehen kann. Aber dem war leider nicht so. Binse! Jawohl! Ach, schade. Scrum over, puck kicked. Oh, what a play! He's got it. Ei, was jetzt da war, wenn ich das sagen weiß. Eieiei, jetzt wird es ernst, holen wir uns den Sieg. Ah, da kann man extra Erfahrungspunkte sammeln. Nice one. Nice one. So. Und da bin ich schon wieder. Ah, oh, fuck! After he missed that chance, I looked over at the bench and the look on the players' faces were priceless. Time winding down. Will we need extra? Carried right up the middle of the ice. Zug, Zug, Zug. Defense, defense. He takes that point pass. Wonderful save. What skill by both goalie and shooter. Terrific stop from right in front so, of that, und wieder im Vorwärtsmarsch. Ah, mich ist Schläger brauche. Verdammt, die Scheiße. Ich will jetzt den Sieg da schießen. Ah gut, das sind nur noch 44 Sekunden. Jetzt geht die Verlängerung. Aber egal, wir haben es aufgeholt. Wir waren 4-2 hinter. Wir haben super Druck gemacht. Und haben uns den Ausgleich geholt. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Vorbereitungsspiel oder ist das schon ein Ligaspiel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Trainer ist recht zufrieden. Das passt, das gefällt mir. Oh, Spielstatistiken sehen aus. 21 Schuss. Wir haben ein bisschen mit der Pässe, sie sind etwa gleich geblieben. Gut. Jetzt geht es um zum Sieg holen. Oh, ich bin Center. Underway in sudden death overtime. Let's see who gets the winner. So, die spiele ich eigentlich ganz gern, weil da haben wir genug Platz miteinander. The Spitfires lug that along in their own end. Pass attempt to Brown. Let's it go. Wow, what a glove save. Muscled long to Brown. A shot. Just missed the net with that one. You have to give yourself a chance here. You cannot blow this puck past the net. Turn the wrist shot. Outstanding save off a chance. Leider nichts, was war. Lenny's made several excellent saves. None better than that. Certainly none bigger than that one here in overtime. A little under 4 minutes remaining here in the period. A terrific showing by both teams here today, and it reflects on the scoreboard. Der geht noch 47 Sekunden. Whoa, 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 whoa. Glück gehabt. Na. Ach, ist der auch nicht, was sie.
Ach, scheiße. Ach, ja, egal. Ja, egal. Ja. Sag jetzt lieber nichts dazu. Aber egal. Wir haben ein Tor und zwei Assists gemacht in dem Spiel. Das erste Fazit, das zweite Fazit, der Trainer war zufrieden bis zur Verlängerung. Jetzt schauen wir mal, was er noch sieht, wechseln für die Verteidigung, ob sich das nochmal verändert hat. Ja, das hat sich nochmal verändert. Passt. Gesamt war er zufrieden. Ja, die Defensive war jetzt nicht ganz so gut. Offensive hat passt. Disziplin hat auch passt. Ich würde sagen, wir können da recht zufrieden sein. In der Verteidigung geht es natürlich immer noch besser. Das Gegentor war jetzt halt noch kacke. Das war jetzt echt kacke. So. Ah, da kriegen wir jetzt unsere Erfahrungspunkte. Passt. Und dann noch ganze verschiedene Sachen. Okay. Passt, da gibt es einen Multiplikator. Plus Trainerfeedback, okay. Gut. Schauen wir noch die 3 Stars an. Das Spears, 2 Tore und Assist. Ich bin 2. Star. Und der Blue Hook von den Spitfires, 3. Star. Passt. Schauen wir aber echt mal noch, ob das jetzt schon ein Ligaspiel war oder war das schon. Oder war das schon. Oder war das noch. Vorbereitungsspiel. Wir simulieren jetzt mal. Ich glaube eher, dass das Vorbereitungsspiele sind. Weil da steht Spiel 1 von 5. Kalender. Statistiken. Da gibt's Statistikzentrale. Ich kann es euch jetzt eh nicht zeigen, ob das schon Liga ist oder nicht. Hier auf jeden Fall, als nächstes Spiel haben wir die Oshawa Generals. Aber das kommt ein anderes Mal. Schreiben wir schnell einem Kollegen, er soll mich laden. Speichern wir das mal. Ja, ja, mein Gott, Entschuldigung. World Cup of Hockey habe ich auch schon angefangen. Einfach mal eine Klinik gestoppert. Mit dem Team Europa, ich glaube gegen die USA. Keine Ahnung, die USA habe ich abgefertigt. Gegen einen Landspieler will oder? Trainingsmodus, ja, ist ganz gut für die, die neu anfangen mit dem Spiel.
Oh ja, jetzt warten wir, bis der Michi schreibt. In der Zwischenzeit kann ich ja Häkli. Weiß ich am letzten. Okay, er will ein Teamspiel. Weil sie im ersten Video auf meinem Kanal eigentlich schon gesehen haben. Und ein bisschen erzählen, wer ich so bin. Was ist denn eigentlich Philipp? Ja, ganz normaler Name. Bin doch schon 32 Jahre alt. Bin seit 20 Jahren Eishockey-Fan. Also haben da in Österreich natürlich mit der VU Faker natürlich die größte, wie soll ich sagen, Verbindung, Leidenschaft, Tradition. Das ist einfach der Verein. Ja, anscheinend ist mitgemacht. Österreich-Titel, Euroliga-Titel, Spielgegs, NHL-Mannschaft. Jetzt mittlerweile sieht, keine Ahnung, 11 Jahre zweite Liga. Ja, aber immer noch dabei. So. Und ja, NHL spiele ich eigentlich auch schon seit 1996. Also mein erstes NHL, was ich gespielt habe, war NHL 96 auf Sega Mega Drive. Kann ich da das Demo noch ändern? Jetzt machen wir die Sitzung öffentlich. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall NHL 96, Sega Mega Drive. War mein erstes NHL. Mein Lieblings-NHL-Team sind die New York Rangers, das haben aber glaube ich im ersten Video schon mitgekriegt. Ich war hier auch in Amerika, haben wir ein Match angeschaut von den Rangers in New Jersey gegen die Dead Devils. Und jetzt haben wir da noch Stumm schalten. Ach komm, ist ja lust. Ja, haben wir den Traum erfüllt, NHL-Match von Florida Rangers zum Serha. Hanabo schaut LA Kings und die Buffalo Sabres zu Berlin gesehen. Beziehungsweise bei Buffalo habe ich auch schon in Mannheim gesehen. Name ich hier, du musst die Headset nicht anmachen. Schauen wir mal schnell. Daneben der Tampa Bay Lightning habe ich damals gesehen, wo der Leca Cavalier frisch der Nummer 1 Draft Pick war. Wieso Pittsburgh? Ich will nicht Pittsburgh! War ich ja ekelhaft. Na egal. Ja, sonst favorisierte Teams natürlich Adler Mannheim und die Kölner Haie. Und in Österreich sind es natürlich noch die Black Wings aus Linz. Sympathie natürlich für die Dornbirner Bulldogs, in Österreich in der Bundesliga spielen und da bei uns in der Nähe sind. Ja, sind so die Lieblingsteams. Wenn es um 100 Nationalteams geht, natürlich Finnland und Kanada sind.
So, Pittsburgh gegen Team Russia. Robinie, der Blaue in dem Fall. Das ist ungewohnt, hey. Alter. Das ist was ganz Neues für mich, das Teamspiel. Das ist echt was Neues. Scheiße, Internet. Ja, ja. Now it's directed to Ovechkin. Shoots one. Blocked. Ach, er schießt genau dort an, wo ich angefahren bin. Sie fix noch einmal. That's a good solid poke check. No! How to get it on net from there? Missing the net. Boah, ist das ungewohnt. Deflected off the blocker. Wie kann ich wechseln, Goban? Hallo. Ja, alles nur auf Eigenpower, genau. Du kannst mir den Puck in den Rücken spielen, du Idiot. Zack, nochmal. And snap to Markov. Good shooting place. Treasure. Pass doch. Who can get it out of there? Puck is thrown to Kuhlman. What control? Jetzt gehen wir wechseln da. The Penguins look to make a difference up the wing. Daly's tripped and a penalty should be coming. Yemelin's headed to the penalty box. Boah, ist das komisch. The Penguins get their first power play opportunity of this contest. Let's see if they can make good on it. 2 minutes for obstruction. What a strong wrist shot. 9 minutes, 57 seconds. Good play. Oh, stick save. Jabbed away by Kulikov. Was tust, Junge? Rushes in their own end and shifting gears. Moving it to Orlov. The Penguins are out of their own end. Pittsburgh's controlling the play at center ice. Terrific handoff. Boah, was für ein Pass, hey, und er verkackt, Mann. Taken on by Kulikov. Gains the ball. Wahnsinn, hey. The Russians are back even. To Kunitz. Ah, sorry. Da war jetzt im Offside. Just under 8 minutes still showing on the clock this period. It is tied at Carr. Pass attempt. Ach, das Teamspiel, das ist echt etwas an. Boah, da muss ich echt dran gewöhnen. Pass off the woodwork to Markov. And the linesmen were watching very carefully. That is an offside. Aber ich glaube, ich mache mich nicht schlecht als Rechtsaußen. Jetzt muss ich gleich weiterspielen, damit ich da wirklich Übung habe. Für meine Bier-Broker-Karriere. Hey Jungs, ihr wisst schon, dass ihr auf Positionen habt. Wo ihr mal einheben sollten. And in flight over the line. A shot. Great glove save. He covers. Komplett frei auf meiner Seite. Und, ach Gott. 0-0. The Penguins win it. Good quick stick. Ach, Mann. It is offside. Pittsburgh's got it off the draw at center. Makes that play deep. Let's it go. Nearly grazed the iron on that. Team Russia starting from their own zone. Into the attacking end. Nearing the final minute of play. Let's it go. And a
it's driven away again. Two sticks together, it goes to the offense. Let's go, Rister! Collected by Kulikov. And gathered in by Hagelin. So, it's. Kessel's trip. Score! Not much time left. Bam, 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 Tor! Und warum? Weil die wieder eine schöne Vorlage gehen haben. Puptitski. Karl Hagelin, ex-New York Ranger. A lot of time still left to play, but getting one and breaking the tie was huge. And the first period ends. Only one goal scored, lots of time left to play. Ja, Spiel fortsetzen. So ja, ihr habt im letzten Video gesehen, so 2 bis 3 Mal wöchentlich möchte ich was machen. Wird wahrscheinlich auch so in die Richtung laufen, aber eher Richtung Livestreams. Da ich momentan durch die Abendschule wieder sehr verplant bin, lieber mal da eigentlich nur die Livestreams quasi. He's tripped and a penalty should be coming. Go, look out here. What do you think? He's asking and looking for a dance partner. Du würdest eher so Richtung Livestreams laufen. A player hit the ice and the call. Aber das ist definitiv in der ersten Zeit. Gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Flings it. Karen pass to Kessel. Was haben ihr vor, bitte, Jungs? Possession reestablished by Markov. Pitching this one to Panarin. Oh, die finde ich selber mit der Livestreams wirklich ganz, ganz cool. Ja, da ist jeder gleich live. Da ist jeder gleich live dabei. Ja, schade, wäre schön gewesen. Die haben aber der Goalie behindert. Dadurch ist das kein Tor. Schade. Aber wie gesagt, da kann jeder gleich live dabei sein, kann im Chat mit dabei sein, wenn er möchte. Kann man Tipps geben, kann mitschreiben. Finde ich so eigentlich ganz cool. So, weiter geht's. Possession established, good reach there. Rushes in their own end, lugging it along. Hier und da haben wir auch geplant zum. Good save there. Ja, wenn ich auf Eishockey-Spiel bin, okay, livestreamen, also so, dass man quasi das Eishockey-Match live mitverfolgen kann. The Russians have killed it all. Loose puck brought in by Daly. From the outside. Just couldn't find the target. Propelled to Kunitz. Turned right away with the poke check by Datsuf. Pitching it to Kuhlman. On to Mata. The Penguins have control of the puck in center ice. Goes to the backhand. Oh, ah, schade. Onside. Schade. Puck loose, now picked up. Nap by Yemelin. So, we're going with a Mulwixler. Trying the probe up the wing. Aber war ein Versuch wert, da bin ich leider in die Hose gegangen. Passing one off now to Kunitz. Panarin's annoyed, might be something here. He's had this look in his eyes all night long. Hä? Haben wir schon wieder Powerplay? Jawohl, gut. Mann, Jungs, was ist los? Ist das echt notwendig? Ach Gott, hey. Jetzt werden sie auch noch schläger. Ne? Ja, komm. Jawohl. Und niemand ist Müll. Ja, genau. Gut, zur Sache kann ich sagen, weil es sind ja aktuell nicht wirklich viele Zuschauer da. Ja, gut. Können wir jetzt bitte weitermachen? Ich möchte Hockey spielen.
solid, clean win. Du sollst halt aufs Bully Green machen. Ma, wer ist jetzt? Oh! Zu fix! Können nicht warten, bis so scheiß Buck Magris Drittel ist. Ja, es interessiert mich selber, was der Litang macht. Chris Litang. Oh Gott, die sind genau gleich deppert. Na. Wird doch nicht fighten. Ist eigentlich kein Bock. Das verliere ich nur. And that's a face-off win. Directing that one to Anisimov. Looking to Crosby. Back near the blue line to Letang. Let's it go. Mann, ich stand da her nachher. Terrific determination by Hornquist. Forks it to Kessel on the half boards. This power play is overwhelming. This is overwhelming. Ah, verdammt. The Penguins are really skating. With a shot. Block. Rushes killed off another one in a long list of penalties. Still perfect. Now it's directed to Gall. He'll pay for that. Daly's feeling all of that solid hit. He's just gonna slowly glide to the bench. Oh, schlechter Pass, schlechter Pass. Spoiling for a fight here. He's been looking for somebody to dance with. Jawohl. Slides it to the point to Kulikov. Offside. No team worth its name is gonna let that. Datsyuk. Ja, der leider die NHL verlassen hat und jetzt ins Russland oder zockt, was er so kann. Oh, mein Gott, also ich bin schon ein bisschen fool. Da, Pass. Jawohl. Sehr fix noch einmal. Pushing it on through center ice. Pointed to Ovechkin. Oh, what a chance, what a save. Gets in and he'll look over his options. Taken toward the neutral zone. And he steps across the line. Lightning in that glove. Snapping a pass to Malkin. That play was... Ma! Du! Ah! So gute Konterchance und die Hunde rennen eigentlich ins Abseits. Intercepted pass. Pittsburgh's forced another turnover in this very close game. Trying to go to Tarasenko. Moving it now up the wing. Let's the shot fly. Hangs on to that one and he'll see a face-off right near him. Good clean win on the draw. Oh, terrific save on a great chance. Terrific stop from right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Taken behind by Malkin. Didn't go very well there. Who comes up with it? Ich weiß gar nicht, ob da eine Typen oder euch, wo unbedingt die Spieler wollt. Jawohl, wir haben eine Strafe kassiert. Hat mal falsch, schon bescheiß im Internet und so. Ich hätte da abgekackt. So, jetzt bin ich Center. Und verliere gleich das Bulli. Ja, nur einer zum Bug, bitte. Ich glaube, der eine ist gar nicht mehr da. Retreat and start back again. Really good move. Great save at the end. Oh, schön probiert durch die Mitte. Schön. Aber der Goalie hebt, was es zum Heber gibt. Schauen wir mal, ob er noch online ist. Schau, nicht. Noch der muss. So. 11 Sekunden noch. Russia's power play fails this time. Was denn?
Die machen. Da haben fahrt die mich hin und die kriegen Strafe, oder? Natürlich. Haben wir da erste Bank Schiris Diener. Ist ja ein Wahnsinn, hey. Bam, hey. Wo er auf die Fresse geht, oder? Ist der Buck? Was denn jetzt? Looking from the corner. To Malkin. He's in on an onside. Bonino. The Penguins are back even. Puck is thrown to Ovechkin. Laid on to Panarin. Ah, Scheiße, Ausgleich. Ausgleich. Da ist nicht gut. The Penguins had the lead, but here early in the third, this game is tied. Good work with the stick by Evgeny Malkin. Vladimir Tarasenko with it now. Watch him dangerous. Aber das Teamspiel, das ist echt nicht wirklich so nett, also. Good place to shoot from. Da spiele ich schon lieber das Normale. Eins gegen eins oder so. Das war echt viel lieber. Hallo, das ist Minisita da. Let's a shot go. Outstanding save. Just on reputation. You can smell a goal there. Fires a shot. Deflected off the blocker. And Kubitski hebt. Hägglund's looking for some trouble here. Ach, der Mann oder zwei Schläger wahrscheinlich. Back near the blue line to Letang. Goes back deep for it. Gathered in by Kessel. Let's it go. He scores. Booyah! 2-1 Führung. Wahnsinn, hey. Wird er ein Tor und ein Assist in dem Spiel. Das ist ein Wahnsinn, Herst. Ich glaube, ich werde norisch. Ja, nicht aus der Passiere jetzt. Beruhigt euch. Murray's had an incredible night. You've got to be lucky to be good, good to be lucky. He's been both this evening. Can't ask for much more than what we're seeing right here. He has been spectacular in goal tonight. Absolutely, Ray. Thank you. Machen wir das Spiel noch fertig und dann würde ich sagen, was das für heute. Rush has got it. Snaps a wrister. Ui, nice save. A cover and play is stopped. Over 9 minutes still left, third period. Pittsburgh's recently broken the tie. Their lead is one. Lauf, lauf, lauf. Solid neutral ice poke chip. Found it again. Ah, sorry, hand in Spöksa. Gathered up again by Ovechkin. Strong play, good reach. Terrific shot, but a great point blank save. The goalie makes himself look big. Die 118 Bullies gewonnen und wir nur 7. The Russians with a clean win on the draw. Pass attempt to Ovechkin. Die Hunde sind so schnell. Terrific determination by Pavel Datsyuk. Spiel sie! The Penguins wheel one ahead up the wing. Great job slipping on by. Aber ich bin irgendwie durchgekommen. Irgendwie bin ich durchgekommen. It's an onside play. Wonderful save. Scooped up by Markov. Pitching this one to Anisimov. What a ripper! Wo bin ich denn? Da unten. Has it back deep. Penguins with possession up the wing. Ja, jetzt gang wechseln, Mann. Ach, der Hupen-Deal. They win the draw. Let's see if it pays off.
Oh, great block. Hammers one. No! You put that puck in, that ices the game. So, letzten 2 Minuten laufen in dem Spiel. Close game, final minute, no one leaving, more action. Taken over again. Good standing poke check. Ah, verdammt. Gets in, looks over his options here. And angled door. Wow! Alter! Da spielt sie! Jawohl! And he gains the zone. Kessel's trying to do way too much there with that offensive opportunity. Whoa, and one guy's really hot right now, and maybe it'll be two. Well, this is where you might be looking to change the momentum of this game here, Doc, and we'll see if anything else takes place after that. The Penguins continue on in the defensive zone. Schlechter Pass. Pitching it to Kessel. Oh, and it's a penalty coming. It is a penalty call, and this oh, could be... Whoa, it's not. That means there might be something going on here. At least one guy's hot. This jawohl. Sehr schön. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sieg! Jawohl, wenigstens haben wir das Spiel gewonnen. On the scoreboard, this was a loss. In other areas... 20 mit Pittsburgh Extrusse. Passt ganz gut. But it did not result in a win. What a terrific game of hockey. Well played by now. Oh, der Assist war natürlich schon ein Traum und das Tor war natürlich auch super. Das Ausgleichstor war auch nicht schlecht. Jetzt sieht man es da schön. Zack, Puck, Uffe. Der kommt hinterher und bam, der Goalie haut sich sogar selber in. Nice one. Game-winning Goal, habe ich gemacht. Passt. Zurück zum Hauptmenü. Ich sage vielen Dank. Auch wenn kaum jemand da war, aber trotzdem vielen Dank. Nächster Stream, habe ich eigentlich geplant, ist Donnerstag. Morgen.